ein weiteres herzliches Willkommen. Danke, dass du, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Wir befinden uns hier in dieser großen Höhle auf der Suche nach dem Urdrachen. Jetzt ist mir noch was aufgefallen, beziehungsweise ich habe mir etwas aufgeschrieben, das sollte ich da oben unbedingt nochmal anzeigen. Und zwar der erfüllte Mission, mein Gott, ich überschlage mich teilweise mit meiner Stimme. Kopfgeld, Jagd, Arsch dort, das habe ich nämlich nicht gezeigt gehabt vor zwei Folgen zurück. Ich habe Hakam mitgeteilt, dass ich Tommaso und seine Bande unschädlich gemacht habe und dafür die 400 Goldstücke Belohnung erhalten. Tommaso, das gibt ein Spiel, das nennt sich Prey, so ein Indianerspiel. So sehr so spooky auch, wo die Barbesitzerin entführt wird und die ganzen anderen Leute und der Opa-Indianer. Aber ich finde es hier erstmal ein bisschen zu dunkel. Würde ich jetzt eine Fackel ziehen, dann bringt das nichts. Deswegen werde ich doch mal gucken, unter welchem Schacht denn unsere... ich gucke jetzt eben mal hinter meinem Schacht, wo ich denn hier eigentlich... Wo ist denn nochmal der? Ach, da unten. Und der Artefakt. Ui, Artefakt. Alter, das ist ein Artefakt hier. Hier, und zwar der hier. Hoffentlich rutscht er nicht runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, sorry. Okay. Oh, klasse. Mal gucken, liegt denn da mein Dings? Ich hoffe, dass ich das später auflesen kann, weil ich da keine Lust habe. Ist er das? Ist das das? Das ist das Ziegenfell, ne? Also, Leute. Also, ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich hoffe, dass... Ja, da haben wir sie wieder. Zwei von diesen blöden Teilen und nee. Okay, Sprengpfeil mal wieder ansetzen. Also hier ist was los. Okay, ach so, das war jetzt hier die Kamera. Gut, ich speichere mal. Damit das nicht so langwierig ist, werde ich die Kämpfe ein bisschen zeitraffermäßig machen. Und weil das kann ja ein langer Weg sein da unten runter. Bis wir endlich den Urdrachen treffen. Wir müssen aufpassen. Ach ja, dass wir hier... Nein, komm! Nicht, dass du da runterfällst. Okay, ab hier mache ich dann einen Zeitraffer. Nicht so plündern. Thank you.
So, da meine Eispfeile schon so gut wie zur Neige gegangen sind, versuche ich es doch jetzt mal mit Blitzschlag, nachdem ich hier nochmal eben kurz einen Mana-Trunk mir einverleibe. Oder auch zwei. Und jetzt mit dem Blitzschlag mein Glück versuche, das soll ja auch funktionieren. Okay, ich würde sagen, den Rest werden wir wohl mal mit dem Schwertchen erledigen. Ach, er bleibt da hängen, das ist auch gut. Okay, dann nehme ich mal hier das, was gerade geladen ist. Ja, jetzt befinden wir uns hier ganz unten. Ja, in der Ferne sehe ich noch keinen Urdrachen. Vielleicht ist er irgendwo auch woanders. Aber wir haben mal wieder hier... Da kommen wir hier irgendwie hoch. Drachensnapper. Nee, Mist. Oh, toll. Mist, Mist, Mist. Okay, der hat mich schon gewittert. Dann müssen wir es mal wieder auf die konventionelle Art und Weise tun, im Zeitraffer. Aber aufgrund, dass da hier so viele Drachensnapper sind, muss es hier einen Urdrachen geben. Da ist er schon. Jetzt gucken wir mal. Da hinten ist noch ein Drachensnapper und da vorne ist der Urdrache. Okay. Hallo Urdrache, ich bin vom Varanschen Blutspendedienst. Spendest du freiwillig oder muss ich dich töten? Der ist bestimmt sauer. Und noch mehr. Mal gucken, wann er hier antrifft. Was auch ein Drachensnapper, nur halt eben ein bisschen größer, ne? Na, da ist er schon. Jupp. Oh, weia. Okay, dann locken wir ihn mal hinten hin. Nee, er will mich. Er will mich. Er will nicht freiwillig Blut spenden. Schade, schade, schade. Okay. Nutzen wir mal seinen Geist aus. Ist er clever oder nicht so clever? Oh, er ist groß. Er ist groß und ist clever. Oh, weia. Und jetzt? Okay. Ja, ich weiß. Nee, geht nicht. Geht nicht, Mist. Dann muss ich wohl zu härteren Mitteln greifen. Und zwar mit dem großen Feuerball. Ob das schon hier an dem Felsen aus funktioniert? Oh, nee, das ist mir zu riskant. Nachher hat er seine Wirkung verfehlt auf die
Versuche ich es mal von dem Felsen aus. Okay. Okay, und jetzt. Muss doch klappen. Dass wir ihm ein bisschen erheblicheren Schaden zufügen können. Was? Das gibt's ja nicht. Okay. Nee. Jetzt ist er schon hier oben. Katz und Maus mit dem Urdrachen. Ah, Kacke. Hier komme ich auch nicht hoch. Ist der clever. Ja, da der Feuersturm nichts gebracht hat, versuche ich es mal mit dem Kugelblitz. Auch nicht. Tja, das ist ja interessant. Der Kugelblitz hat auch überhaupt nichts gewirkt. Jetzt gehe ich in das volles Risiko ein. Ich versuche da echt konventionell zu töten. Ah, das wird eine Gaudi. Und hoffe, dass er nicht so gut ausweichen kann. So, ein bisschen zurück, damit ich hier nicht in Wirkungsbereich der anderen Drachensnapper komme. Ah. Oh. Aha. Das könnte klappen, weil er versucht zu schnappen. Und, okay, steht es irgendwie auf Gleichstand. Dann versuche ich es halt eben auf die konventionelle Art und Weise. Nein? Aha. Warum habe ich jetzt das Gefühl, dass das auch nicht klappt? Los, anlocken. Ja, da ist er. Warten, bis er kommt. Ja, okay, er hat mich gewittert. Bisschen Deckung nehmen. Okay. Ahaha. Jetzt hier an der Stelle eine dramatische Musik erwartet. Oh, der hat mich aber ganz schön genatzt. Okay, der Felsen hält ihn ein bisschen auf. Gucken. Ah, der ist nicht so ganz gut im Ausweichen. Oh, aufpassen. Jetzt fliegt er sogar auch. Okay, dafür heißt er ja auch Drache. Okay. Wenn das geht. Mann! Wer ist der Erste? 1000! Wow. So, da haben wir doch schon mal das, was wir brauchen. Und zwar das Drachenblut. Wow. Bitte schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Urdrachen erledigt habt, denn meine großen Sprüche haben hier nicht gewirkt. Jetzt. Oh, sollte reichen, ne? Dafür haben wir die anderen hinten noch. Das sind wie viele? Ich mach mal die Musik an und aus. Meinte natürlich aus und an. Passiert nichts, okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir dich hier eventuell los. Oh, das sind noch drei mindestens. Ah, jetzt kommt wieder Mucke. Okay.
So. Ich hoffe, dass ich dich hier ein bisschen gegen die Wand knallen kann. Okidoki. Hat ja geklappt. Oh, noch drei. Schauen wir mal ins Lochbuch. Der Urdrache, der Wächter Sancho. Okay, nichts Neues, aber die Quest habe ich erledigt. What about you da hinten? And you and you and W. Okay, das werde ich natürlich auch wieder mal zeitraffermäßig erledigen. Hey, was sehe ich denn da hier rechts? Hier ist ja mein Ziegenfellschlafsack. Sehr schön. Okay, dann looten wir mal hier ein bisschen. Hier haben wir die Eiswelle. Mächtiger Magiestab. Monster schrumpfen. Okay, ja, habe ich auch noch im Inventar. Ich dussel. Ich weiß. Oh, super blöd ich von mir bin. Aber man konnte es auch konventionell machen. Hat mehr Action gegeben. Ne? Okay. Okay, wie viel haben wir denn noch über? Ist das noch einer oder zwei? Das ist nur noch einer. Okay, also was ich jetzt hier offensichtlich sehe. Okay, dann gehen wir auch mal wieder ein bisschen schneller ran. Okay. Gut, komm. Okidoki, auch den haben wir jetzt erledigt. Super. Und dann machen wir mal hier nochmal. Oh, das sollte reichen, finde ich, ne? Dann gucken wir uns mal die Höhle mal genauer an. Weil ich habe nämlich noch im Hinterauge, hätte ich beinahe gesagt, gesehen, dass hier noch mehr rumliegt als nur diese Sachen. Schauen wir mal. Und dann müssen wir ganz schnell wieder zurück zum Auftraggeber. Okay, das ist nur ein Drache. Los, komm. Ich will hier alles absuchen. Das ist doch cool. Ah, Topazrock-Kristalle. Hier. War das jetzt alles hier in der Gegend? Ah, hier gibt es noch mehr. Kriegerhelm. Haben wir den nicht schon an? Reine Lebensenergie. Elixier der Schatterke, Drachen. Oh, Schild. Das ist cool. Sehr schön. Und hier. Jolz, Jolz, Jolz. Oh, wir haben ein Paket. Mit Bolzen, rostige Axt, Gold. Windhose. Ja, sowas habe ich noch nie ausprobiert. Also hier haben sich schon mehr an diesem Urdrachen probiert. Mir aufgefallen. Liebe Leute, falls ich überziehen sollte, ich kann das jetzt nicht so kalkulieren. Jetzt Brutto-Spielzeit ist bei mir 35 Minuten jetzt genau.
Und da wird was abgezogen werden von Fehlkämpfen und von diesen beschleunigten Szenen, die ich machen werde. Gucken wir doch mal ins Inventar unter der Rubrik Getränke. Also Tränke, was haben wir denn hier alles? Zum Beispiel Elixier des Geistes. Dann haben wir hier Elixier der Stärke. Ja, und sonst eigentlich nichts. Und die anderen mache ich halt eben, also diese Pakete und Lederbeutel mache ich im Auf. Jetzt habe ich mich geheilt. Und jetzt geht's zu Amru. Und zwar, nein, da müssen wir hin. Wunderbar, das machen wir mal hier im Schnellverfahren. Da ist er. Ich habe Drachenblut bei mir. Sehr gut. Her damit. Könnt ihr mir jetzt das Lesen der Schwarzmagierschrift beibringen? Da bin ich mal gespannt. Könnt ihr mir das Lesen der Schwarzmagierschrift beibringen? Das kann ich. Wenn du bereit bist zu lernen, dann frage mich einfach. Ja, liebe Leute, das war's für diese Folge. Wenn es ein bisschen länger gedauert hat, dann nimmt mir das nicht übel, nicht krumm und wie ihr den Urdrachen erledigt habt, ja gut, okay, außer die Antwort Monster schrumpfen nehmen. Vielleicht hat das ein oder andere auf eine andere Art und Weise gemacht. Ich bedanke mich, schreibt einen Kommentar dazu und einen Daumen. Macht's gut, tschüss.